Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur vierten und letzten Vorlesung und ich bedanke mich bei Jan-Heiner Tück für sein Präludium, das wie stets in die Mitte der Sache eingeführt hat. Aber ich habe Ihnen am Schluss der letzten Vorlesung versprochen, kurz zu erzählen, was ich als Assistent von Samuel Beckett erlebt habe und möchte jetzt damit beginnen. Ich war damals Produktionsdramaturg am Schillertheater in Berlin. Beckett, der an diesem Haus schon oft Regie geführt hatte, unter anderem eine berühmte, seit Jahren laufende Inszenierung von Warten auf Godot, war in jenem Herbst, es muss 78 oder 79 gewesen sein, von den Berliner Festwochen eingeladen worden, mit dem US-amerikanischen Schauspieler Rick Clucci The Last Tape auf die Bühne zu bringen, Beckets Stück Das letzte Band. Wer war Rick Clucci? Rick Clucci war damals eine sehr berühmte Figur. Er war ein Mörder, der zu lebenslang verurteilt war in einem amerikanischen Gefängnis und hat da in einer Inszenierung, die Gefangene gemacht haben, von Warten auf Godot mitgespielt. Beckett hat das gesehen und hat sich dann sehr für diesen Rick Clucci eingesetzt und hat erreicht, dass sein Prozess wieder aufgenommen wurde und er kam dann in die Freiheit. Ich freue mich sehr, dass Achim Benning, der ehemalige Intendant des Wiener Burgtheaters, hier ist. Er weiß natürlich sehr genau, dass mit einer Besetzung ein Stück steht und fällt. Rick Clucci war der völlig falsche Mann für die Rolle des Krapp. Also so ein stämmiger Mann mit einer Vergangenheit im Untergrund. Und Beckett war alles andere als ein guter Regisseur. Ich hatte das Glück, dass Achim Benning Stücke von mir inszeniert hat und zu seinen ganz großen Qualitäten gehört es immer genau zu schauen, was die Schauspieler machen, um ihnen dann ein Echo geben zu können. Beckett war das pure Gegenteil. Beckett hat nur auf seine Stoppuhr geschaut und er hatte Rick Clucci jeweils angegeben, wie viele Sekunden zwischen den einzelnen Sätzen vergehen sollten, bis er wieder einsetzt. Es fing an mit dem Satz, also kennen Sie das Stück, ich sage es ganz kurz, worum es geht. Ein alter Mann sitzt vor seinem Revox-Tonband, hört sich die Spulen an, die er früher besprochen hat, und setzt sich so mit seinem Leben auseinander. Die erste Spule, die da auftaucht, ist im Englischen Spool 5. Beckett hatte das Rick Clucci vorgemacht, wie er es zu intonieren hat. Spool 5. Und dann sollte er 7 Sekunden warten, bis er das nochmal sagt, Spool 5. Rick Clucci, der war am Durchdrehen, weil so kann man nicht spielen. Und Beckett seinerseits beharrte auf seine Stoppuhr, der hatte nicht ein einziges Mal angeschaut. Aber die Produktion ging dann irgendwie doch auf die Premiere zu und Beckett, muss ich Ihnen sagen, war ein außerordentlich freundlicher, höflicher Mann, gerade auch zu einem kleinen Regieassistenten. Und als alles fertig war, lud er mich zu einem Café ein. Wir sind dazu in die Akademie der Künste gefahren und Beckett fragte mich, wie finden Sie es? Das war für mich eine ziemlich schlimme Situation. Ich habe diesen Mann sehr verehrt und was sagt man jetzt? Achim Benning lacht, er kennt es natürlich auch von seinen Assistenten. Also wie windet man sich aus so einer Situation heraus? Ich druckste also herum und suchte verzweifelt etwas, das mir gefallen hat. Dann sagte ich, Herr Beckett, also das
reflektierende Band, also das Revox-Band, drehte sich, das ist ja heute schon ein altes Gehäuse, und spiegelte auf dem verschwitzten Gesicht von Rick Klutschi das Drehen des Tonbandes. Und ich fand das, sagte ich zu Beck, das finde ich großartig. Man sieht förmlich, wie also die Gedanken durch das Hirn von Klapp gehen. Und ich merkte schon, während ich redete, Beckett wird förmlich bleich. Und er rührte in seiner Tasse. Dann sagte er, nehmen Sie mir das bitte nicht übel, aber ich habe eine große Bitte an Sie, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Können Sie irgendwo ein schwarzes Isolierband auftreiben? Es tut mir auch leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber bitte verstehen Sie mich, meine Arbeit zielt darauf ab, Symbole zu vermeiden. Bitte decken Sie dieses Band mit, also dieses Tonband mit Isolierband. Keine Symbole. Sehr geehrte Damen und Herren, Beckets Satz habe ich erst beim Niederschreiben dieser Vorlesung begriffen. Warum? Erlauben Sie mir, diese Frage mit einem kurzen Rückblick zu beantworten. In der ersten Vorlesung sind wir der Zeichenlehre des Theologen Paul Tillich begegnet. Religiöse Zeichen, so Tillich, sind sinntransparent. Das heißt, im Zeichen begegnet uns eine andere, höhere Wirklichkeit. Im Zeichen, im Symbol wird sie anschaulich. Bei C.G. Jung war der Hintergrund, aus dem das Zeichen hervortritt, der zeitlose Raum des Archetypischen. Und mit Mircea Eliade verstanden wir, dass uns dieses Zeichen initiiert. Es weist uns ein ins Absolute, in die Oberwelt des Göttlichen. Daraus ging hervor, das Zeichen kann nicht beliebig von uns Menschen gesetzt werden, wie etwa die Ampel, denn es ist mit Heidegger gesprochen, und ich danke Jan-Heiner Tück, dass er dieses Wort noch einmal erwähnt hat, es ist das Zentrale, denn es ist ein Phänomen. Es erscheint uns. Im Zeichen ist eine Wirkung, eine Tätigkeit, die wir, wenn wir um Paulus zu zitieren, keine Toren sind, empfangen können. Ich sagte Ihnen zu Beginn der ersten Vorlesung, Tillich scheitere an der Frage, wie ein Symbol, das aus dem Absoluten hervortritt, zum historischen Fakt werden kann, wie es damit übereinstimmen kann. Wir haben also einen historischen Moment, das ist die Kreuzigung, und wir haben einen absoluten Raum, aus dem sie hervortritt. Wie geht beides zusammen? Hier der göttliche Raum, da das konkrete Ereignis. Tatsächlich hat ja die Theologie des 19. Jahrhunderts, vor allem die protestantische, versucht, sich an den konkreten Vordergrund zu halten. Man war darauf aus, die Berichte der Evangelisten mit historischem Material abzusichern. Sofern man nachweisen kann, dass es diesen Rabbi Jesus tatsächlich gegeben hat, dann stimmt auch der ganze Rest. Am liebsten hätte man natürlich einen Schnappschuss vom himmelfahrenden Gottessohn ausgegraben. Das wäre dann der ultimative Beweis gewesen, die Absicherung des Ungeheuerlichen in dem, was das Descartesche Subjekt für die Realität hält. Gott sei Dank hatten die Apostel noch keine Handys. In ihren Bildchen wäre das Geheimnis, das Absolute, ebenso erloschen wie in der Erfüllung einer Sehnsucht, Sucht und Verschwinden. Dazu eine Anekdote von Picasso, sie soll wahr sein. Eine Dame aus der Pariser Gesellschaft reagierte ablehnend, ja empört, auf das Porträt, das Picasso von ihr gemalt hatte. Mon Dieu, Maestro, dieses Geschmier soll ich sein.
Er lächelte nur. Madame, meinte Picasso, eine wie Sie sollte sich fotografieren lassen. Da sind Sie 6 Zentimeter groß und klein. Picasso hatte den Kopf dieser Dame von verschiedenen Seiten und mit vielen Gesichtern gemalt. Und vielleicht müssten wir jahrelang mit dieser Frau leben, müssten immer wieder um sie herumgehen, müssten sie auf den Knien anbeten oder von oben herab verachten, bis wir nur annähernd so viel sehen würden, wie uns Picasso zeigt. Sein Bild setzt uns ins Bild dieser Frau. Es bildet uns. Es jagt uns in der Geschwindigkeit der Gedanken um ihren Kopf, um ihre diversen Gesichter herum. Und es ist diese geballte, uns packende, uns schüttelnde Wirklichkeit, die uns in den Museen müde werden lässt. Indem wir schauen, anschauen, empfangen, werden wir mit einer anderen Wirklichkeit abgefüllt. Das zieht uns ins Bild ein. Innerhalb von Augenblicken geschieht, was wir mit dieser Frau in Jahren erleben würden. Da darf sich der Museumsgänger nicht wundern, dass ihm Augen und Beine bei der passiven Bildbetrachtung so schwer werden, als hätte er eine gewaltige Leistung vollbracht. Diese Leistung ist ja tatsächlich vollbracht worden vom Bild. Er, der Museumsgänger, ist nur der Schauplatz, das Schlachtfeld dieser Leistung. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich wieder beim Kreuz. Wir haben es in den vergangenen Vorlesungen darzustellen versucht, auch das Kreuz ist eine Ballung. Symbalein, Symbol zusammen, Ballung. Mit C.G. Jung können wir sagen, es ist der Lebensbaum, die Mutter, der Stamm, von dem wir uns losreißen müssen, um ins Leben hineinzusterben. Mit Mircea Eliade können wir sagen, das Kreuz weiht uns ein in eine höhere Wirklichkeit. Es macht uns, wie Eliade sagt, zu Hierophanten, die durch dieses Zeichen erfahren, dass ihre private Geschichte, ihr historisches Dasein zu einer heiligen Geschichte gehört. Und mit Heidegger verstehen wir, das Kreuz ist ein Phänomen, in dem es aus dem Sein ins Seiende tritt, entbirgt sich uns eine Wahrheit, die das Descartesche Subjekt aus sich heraus nicht gestalten und eben auch nicht fotografieren kann. Denn das Blitzlicht kommt von der anderen Seite. Es ist ein Feuerschlag vom Himmel. Gott ist, sagt Heidegger, er existiert nicht. Aber dürfen wir ergänzen, im Sterben am Kreuz existiert dieser Gott. Existere, hinausstehen, da ragt er hinaus in die Verlassenheit, in die Nacht des Nichts und stößt auf diese Weise hinein in unser Dasein. Denn dieses Dasein, legt Heidegger in Zeit und Zeit dar, ist ein Dasein zum Tode. Wir sind endlich, wir sind sterblich, weshalb das Sterben des Gottes am Kreuz Existenz ist, sein Eintritt in unsere private Geschichte, in unsere historische Zeitlichkeit, in ein Dasein zum Tode. Indem der Gott stirbt, existiert er. Indem der Mensch das Sterben Gottes wahrnimmt, aufersteht er mit seiner privaten Geschichte in die heilige Geschichte, ins Absolute, ins Ewige. Ich fasse zusammen, die Bewegung, die Tätigkeit ist im Zeichen. Es wirkt, es ergreift uns. Epiphanie. Wir sind stumm. Das Zeichen spricht. Es spricht, es bewegt sich. Und ich meine, dass es diese Bewegung war, dieses Hervortreten aus dem Sein ins Seiende, die Tillich nicht zu sehen vermochte. Oder er hat sie gesehen, aber derart kompliziert dargestellt, dass ich ihm als Leser nicht zu folgen vermochte. Denn letztlich ist es ja ganz einfach
Und schon Thomas von Aquin hat den Vorgang in der Summa Theologiae beschrieben in 4 Schritten. Erstens Ingressus, Eintritt des Gottessohnes in die Welt. Zweitens Progressus, sein Lebenslauf. Drittens Exitus, Abschied. Und viertens Exaltatio, Überhöhung, Rückkehr ins Absolute. Aus der höheren Wirklichkeit kommt der Gottessohn in unsere Welt, die er durch Kreuz und Auferstehung wieder verlässt. Der Fluss kehrt zurück zur Quelle. Vom Absoluten ins Konkrete und Retour ins Absolute. Das Kreuz, meinen Symbolforscher, so auch Eliade und Jung, ist in urmythischen Zeiten aus den Speichen des Sonnenrads entstanden. Das Kreuz ist eigentlich ein Kreis. Es kreist. Es ist ewige Zeit und indem es in alle 4 Himmelsrichtungen zeigt, umfasst es den gesamten Raum. Damit sind wir, wären wir schon bei Nietzsche und seiner Wiederkehr des ewig Gleichen, indem ihn bei einem Gang in den Graubündner Bergen der Kreisgedanke überfiel. Es war ein Überfall, das sagt er selbst, wurde er gezwungen, das Kreuz auf sich zu nehmen. Er hat Kreuzigung und Auferstehung, salopp formuliert, zu seiner persönlichen Sache gemacht. Er hat sich damit infiziert und identifiziert und um die Radikalität seines existenziellen Philosophierens, die den Existenzialismus hervorgebracht hat, zu verstehen, bitte ich Sie, im ersten von 3 Schlussstücken mit mir noch einmal zu Beckett zurückzukehren. Erstes Stück, keine Symbole. Für Paul Tillich und wohl für die meisten Theologen ist das Kreuz ein religiöses Symbol. Mythenforscher haben aufgrund von Funden, Bildern, Sagen, Mythen, Kosmologien nachgewiesen, dass dieses Rad mit seinen Speichen, dieser Stamm mit seinen Ästen schon immer da war, wie die Sonne, wie die Erde. Das Kreuz setzt sich zusammen aus Erde, aus Licht, aus Wasser, aus Holz. Es vereinigt die urarchetypischen Dinge. Es steht zugleich im Absoluten und, indem wir es als Lebensbaum begreifen, auch in unserem Leben. Lebensbaum, Marterpfahl, Hexenbesen, Totenschiff, wahrhaftig, da ballt sich Gewaltiges zusammen. Zeitlose Zeit, also Ewigkeit, und historische Zeit. Eine Coincidentia oppositorum, eine Einheit von Gegensätzen, die aus sich selbst heraus wirkt und in dieser Wirkung gerade das nicht mehr ist, was sie zu sein vorgibt, ein Symbol. Jetzt ahnen Sie, weshalb ich Beckets Satz erst bei der Arbeit an dieser Vorlesung zu begreifen vermochte. Ein Symbol, so meinte er wohl, ist ein Zeichen, das für etwas anderes steht. Das, wie Tillich sagen würde, auf etwas anderes verweist. Es lenkt also von sich ab. Aber in dieser Ablenkung hätte es gar keine Wirkung. Im Gegenteil, es wäre eine Art Fotografie, ein Abzug der eigentlichen Wirklichkeit. Das heißt, der Abzug, das Abgezogene, würde die Wirklichkeit um ihre Wirkung bringen. Es würde sie verharmlosen. Im Fotoabzug wäre die Wirklichkeit erloschen, tot, erstarrt, bewegungslos. Eine Signatur, ein Stempel, ein Bild, sagt eine Figur in der Trilogie des Wiedersehens von Walter Strauss, ist ein Loch in der Wirklichkeit. Der Satz wird in einem Stück gesagt, in einem Bühnenbild, und so macht er natürlich einen Purzelbaum. Die Aussage kehrt sich um. Dieses Stück, dieses Bühnenbild ist die wahre Wirklichkeit im großen Loch,
dass wir kartesianische Subjekte für die Realität haben. Dasselbe meinte Beckett, seine Tonbandspule soll nichts bedeuten. Krapps letztes Band, wie das Stück heißt, bildet nichts ab. Es ist kein Loch in der Wirklichkeit. Nein, es ist die Wirklichkeit selbst. Ein Phänomen, eine Wirkung, die mich, den Zuschauer, erfasst. Und alles, was stört, was ins Bedeutsame gehen könnte, wird mit schwarzem Isolierband überklebt. Spätestens jetzt sollte Ihnen aufgegangen sein, weshalb mich an einer Tück eingeladen hat, zu Ihnen zu sprechen. Sie als Theologen müssen die Symbole analysieren. Soweit ich literaturwissenschaftlich gesprochen habe, tat ich das auch. Wer etwas untersucht, sei es ein Roman, ein Satz, ein Zeichen, erhebt sich notgedrungen über seinen Gegenstand. Er fotografiert ihn, er macht ihn klein und grau in der Theorie. Der Wissenschaftler kommt nicht darum herum, Abzüge zu produzieren, Stempel zu verteilen und dadurch die Sache selbst, etwa das Kreuz, um seine Wirkung zu bringen. Anders die Literatur. Sie lässt die Sprache sprechen. Sie rekonstituiert, um es mit James Joyce zu sagen, Wirklichkeit. Wenn Sie den Robinson lesen, sind Sie mit ihm auf der Insel und erschrecken, wenn Sie im Sand plötzlich auf den Abdruck eines fremden Menschenfußes stoßen. Sie ergreifen die Flucht und im Lehnstuhl, wo Sie sitzen, das Buch in den Händen, beschleunigt sich Ihr Puls. Vielleicht sind Sie etwas weniger sentimental als ich, aber bestimmt ist es Ihnen schon passiert, dass Sie beim Lesen eines Sterbens von Rührung gepackt wurden. In diesem Moment erleben Sie das Gelesene. Der Text wird zum Phänomen, das Ihnen die Tränen in die Augen treibt oder ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Würden die Sätze, die Wörter nur etwas bedeuten, sprechen sie allein zu ihrem Verstand. Und natürlich gibt es Kunstwerke, bei denen dies der Fall ist, etwa Barockgedichte, die ganz und gar aus Allegorien bestehen. Die müssen Sie kennen oder entschlüsseln. Erst dann eröffnet sich Ihnen der Inhalt des Gedichts. So wäre das Symbol ein Tor, das Ihnen den Zugang verschafft. Und natürlich kann dieses Tor den Zugang auch versperren. Es stellt sich zwischen Sie und die andere Wirklichkeit. Jawohl, Mr. Beckett, ich besorge gleich das schwarze Isolierband und decke die Tonbandspuren ab. Keine Symbole, keine Sperre, die das Phänomen zurückhält oder von uns ableckt. Lassen wir es auf uns zukommen, seien wir staunende Griechen, nehmen wir es hin. Jan-Heiner Tück gab diesen vier Vorlesungen den Titel Feuerschlag des Himmels. Er fasste damit eine Geschichte zusammen, die ich ihm erzählt habe. Mein Physiklehrer an der Klosterschule Einsiedeln war Mönch und ein an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich diplomierter Physiker. Als Wissenschaftler galt für ihn die Regel, dass nur das für wahr gelten kann, das sich nach einem bestimmten Gesetz wiederholt. Immer dann, wenn ich einen Apfel fallen lasse, fällt er herunter. Nie bleibt er schweben oder saust, jedenfalls unter unseren Bedingungen, jählings nach oben. Im Umkehrschluss heißt das, die Wissenschaft anerkennt das Wunder, das Einmalige, das Außerordentliche nicht. Freut mich, dass Sie nicken, Herr Doktor, Sie bestätigen das als Naturwissenschaftler und als Mediziner. An einem heißen Sommertag ging Pater Cassian
so hieß der Benediktinermönch und Physiker, in die Berge. Ein Gewitter zog auf, doch rauschte es talabwärts, sodass er die Wanderung in der nassfunkelnden, frischen Welt fortsetzen konnte. Schon von fern sah er, dass oben auf dem Gipfel das Kreuz rauchte. Der Blitz hatte eingeschlagen. Ein geschnitzter, verwitterter Jesus war schwarz verkohlt, im Stamm ein Spalt, und plötzlich von einem Lidschlag zum nächsten hat es den erschöpften Steiger ergriffen. Mit den Worten von Friedrich Nietzsche in Ecce Homo gesagt: Der Begriff Offenbarung beschreibt den Tatbestand. Man hört, man sieht nicht. Man nimmt, man fragt nicht, wer da gibt. Wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Notwendigkeit in der Form, ohne zu zögern: Ich habe nie eine Wahl gehabt. So Nietzsche wörtlich. Ich habe nie eine Wahl gehabt. Der Begriff Offenbarung beschreibt den Tatbestand. Auch Pater Cassian hat später versucht zu begreifen, was ihn auf jenem Berg vor dem verkohlten Antlitz ergriffen hat. Der Feuerschlag des Himmels, im Rauch noch sichtbar, noch riechbar, war ein Ereignis für ihn, eine Art Wunder. Vor dem verkohlten, rauchenden Kruzifix hatte er für Augenblicke das Sterben des Gottessohns erlebt. Nietzsche nennt eine solche Offenbarung, Zitat, einen Sturm von Macht, von Göttlichkeit, und das Merkwürdigste ist, fährt er fort, man hat keinen Begriff mehr, was Bild, was Gleichnis ist. Kein Symbol. Die Zerstörung eines Symbols, und sogar für den Physiker war das Geschehen gültig, denn das Einmalige der Erscheinung war zugleich die Wiederholung eines Feuerschlags vor 2000 Jahren. Ursprünglich war es mein Plan, Pater Cassians Erlebnis in eine Erzählung zu bringen und sie heute vorzulesen. Ich habe es nicht geschafft, sie blieb im Anstieg zum Gipfel stecken, und so möchte ich noch einmal auf den großen Josef Roth und dessen Tarabas verweisen, um Ihnen zu sagen, was die Kunst vermag. Sie erinnern sich, Werfel und Roth erzählen beide ein Wunder, aber Werfel, dessen Roman zum ersten großen US-Bestseller wurde, begnügt sich mit einer Beschreibung. Sie ist gekonnt, vielleicht in den entscheidenden Passagen, etwa bei der Erscheinung der Madonna, etwas gar süßlich und fromm. Und dass der Roman trotzdem einschlug, ich habe es Ihnen erläutert, verdankte er eigentlich äußeren Umständen, nämlich der Tatsache, dass eben Werfel ein Gelübde abgelegt hat, wenn er heil den Nazis entkommt, dann wird er dieses Buch schreiben. Das erregende Moment war also nicht im Text selbst, sondern außerhalb. Deshalb wird der Text heute, da die zeitbedingten Umstände wegfallen, etwas schal. Etwas Ähnliches widerfährt Ihnen, wenn Sie einen alten, jedenfalls uns Älteren, wenn man einen alten Liebesbrief hervorkramt. Mit verliebten Augen gelesen waren die Worte: Ich liebe dich, tiefer, bedeutender, schöner als der schönste Vers der Weltliteratur. Nun aber, ein paar Jahre später, da die Liebe nicht mehr lodert, lodert auch der Brief nicht mehr. Und sie fragen sich kopfschüttelnd, wieso ihnen die simple Botschaft früher einmal
Schauder des Entzückens über den Rücken gejagt hat. Lesen Sie ein Liebesgedicht des alten Goethe, löst es dieses Entzücken aus. Denn bei ihm ist die Liebe in den Worten, nicht in den äußeren Umständen. Genauso in der Schilderung des Wunders bei Josef Roth. Roth gelingt es, um es mit den Worten von Joyce zu sagen, Wirklichkeit zu rekonstituieren. Sie erinnern sich, Soldaten schießen auf eine Wand, putzbröckelt ab, eine Madonna erscheint und in diesem Bild, das mal übermalt worden ist, oder durch dieses Bild hindurch, wird sozusagen das Phänomen einer Madonna in diesem Raum plötzlich wirksam. Die Leute fallen auf die Knie, auch der Leser erschrickt. Man weiß nicht genau, würde Nietzsche sagen, was hier Bild ist, was Gleichnis, das Bild selbst oder das, was durch dieses Bild hervortritt. Die Beschreibung verwandelt sich in die Madonna. Sie ist es, die uns berührt. Indem die Mauer, die uns vom Himmel trennt, aufgebrochen wird, und zwar durch eine mutwillige Schießerei, erreicht Roth einen ähnlichen Effekt wie der Gewitterhimmel, der seinen Blitz ins Gipfelkreuz schleudert. Das Symbol wird zerstört, die Gestalt selbst erscheint. Sie werden verstehen, so etwas schüttelt man als Autor nicht aus dem Ärmel. Das ist Knochenarbeit und meist entdeckt man erst beim Schreiben nach mehreren Anläufen, in welcher Weise man den Text angehen könnte. Von Beckett heißt es, er habe volle 10 Jahre lang auf dem Sofa gelegen und nach einer neuen Form des Theaters gesucht. Das Ergebnis war, Warten auf Godot und vielleicht, wer weiß, ist die Inspiration eben daraus entstanden, dass Beckett geduldig auf sie gewartet hat. Diese Zeit hat mir gefehlt, aber die Anfänge, die ich unternommen habe, geben mir immerhin einen Hinweis, wie ich die Erzählung eines Tages schreiben könnte. Ich habe mit dem Aufstieg begonnen, das verkohlte Kreuz erhebt sich in weiter Ferne in die Bläue hinein und es könnte sein, dass die Erzählung bei dieser Perspektive, bei diesem Auf- und Fernblick bleiben muss. Denkbar ist zum Beispiel, dass der Wanderer steigt und stapft, aber dennoch dem Gipfelkreuz nicht näher kommt. Es bleibt, um ein Wort von Heraklit zu zitieren, beim Herangang. Im Folgenden möchte ich Ihnen 2 Texte vorstellen, die uns das Kreuz, die Kreuzigung näher bringen, indem sie diese entfernen. Wie die Enttäuschung ein Ende der Täuschung ist, ist die Entfernung eine Annäherung. 2. Stück, Entfernung. In der 2. Vorlesung haben wir die grandiose Darstellung der Kreuzigung in Bulgakovs Meister und Margarita kennengelernt. Er beginnt das Kapitel damit, dass Levi Matthäus am Hang des Kalvarienbergs kauert, wie er selber sagt, an einem schlechten Platz, um das Geschehen zu beobachten. Doch verwandelt sich diese Ferne mehr und mehr in Nähe. Zum Schluss würde man in der Filmsprache sagen, zoomt Bulgakov nah heran auf die fliegen- und bremsenbesetzte Maske des sterbenden Jeschua. Aber auch hier, das Symbol wird zerstört. Das Gesicht kommt uns nahe, weil es von Insekten verhängt ist. Unsichtbar wird das Antlitz sichtbar. Gertrud Fussnecker geht noch einen Schritt weiter. Sie stellt die Kreuzigung dar, indem sie sie ganz und gar entfernt. Gertrud Fussnecker ist eine der bedeutendsten Romanautorinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr wurde zum Verhängnis, dass sie als junge, aufstrebende Schriftstellerin mit den Nazis sympathisiert hat
Doch ist ihr Werk, das kann ich Ihnen garantieren, davon in keiner Weise berührt. Im Gegenteil, es ist in vielen Passagen ein Aufbegehren wider die Tyrannei, so auch im Roman Das verschüttete Antlitz, ein Kriminalroman, den ich Ihnen als Einstiegsdroge empfehlen möchte. Darin wird von einem Arzt erzählt, der zum Mörder wird. Die Tat geschieht kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und es ist schlicht großartig, wie es der Fußnecker gelingt, im von Dämonen heimgesuchten Arzt in seinem von Not, Verzweiflung und Mordlust verzerrten Antlitz die politischen Vorgänge zu spiegeln. Der Mord ist übrigens aus dem Text entfernt. Während der Arzt seine Frau im Fluss ertränkt, schildert die Fußnecker akribisch, wie das Kind der beiden, ein Junge von 7 Jahren, einem mürrischen Fischer beim Töten von Forellen zuschaut, halb angewidert, halb fasziniert. So entsteht der Mord im Kopf des Lesers, und zwar mit einer Wucht, wie sie eine explizite Darstellung niemals erreichen würde. Das Phänomen kriecht zwischen den Zeilen hervor. Dasselbe Verfahren wendet sie im Roman »Sie waren Zeitgenossen« an. Es ist eine Romancollage über den Wanderprediger Jesus und dessen Tod am Kreuz, bestehend aus Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, Spitzelberichten. Doch bleibt den Zeitgenossen, zu denen auch König Herodes oder Pontius Pilatus gehören, hinter vordergründigen Geschehnissen das eigentliche Ereignis verborgen. Die Geschichte, die die Welt verändern wird, findet für die Zeitgenossen kaum statt. Sie ahnen zwar, es geschieht etwas, es liegt etwas in der Luft, aber dass die neue Zeit aus dem Tod eines unbedeutenden, wirr und naiv daher predigenden Rabbi auftaucht, merkt keiner von ihnen. Die Kreuzigung erfahren wir aus einem Protokoll des Zitat Synhedrions am Vortag des Pascha-Festes zu Jerusalem im 3790. Jahre der Weltschöpfung. Ich lese diese nächsten Sätze noch vor. Die Herren Hohepriester gehen zur Ruhe. Zu Mittag verbreitet sich die Nachricht, dass Pilatus Jeschua verurteilt, den Barabbas aber freigegeben habe. Verwunderung. Um die 9. Stunde 3 schwere Erdstöße. Zugleich Verfinsterung des Himmels. Durch die Erdstöße soll der alte Vorhang im Tempel schaden und in der Mitte einen Riss erlitten haben. Sonst keine Vorkommnisse. Zitat Ende. Sonst keine Vorkommnisse. Die Kreuzigung tritt hervor, indem sie ausgeblendet, indem sie entfernt wird. Genauso macht es Michael Köhlmeier in seinem schönen Buch Der Menschensohn, die Geschichte vom Leiden Jesu. Das 5. Kapitel trägt den Titel Die Passion. Doch mit dem Judaskuss im nächtlichen Garten am Ölberg und mit dem abgehauenen Ohr des Malchus bricht der Erzählfluss ab. Ein Fluss kann nicht abbrechen, im Kopf des Lesers fließt er weiter. Und so evoziert Köhlmeier das Kreuz, auf das er hin erzählt, indem er es auslässt. Thomas, sein Protagonist, versteckt sich in seinem Haus. Jetzt lese ich vor, Original Köhlmeier. Er bleibt dort lange Tage, begräbt sich in seinem Bett. Er hat gesehen, wie der Mann, den er für den Messias gehalten hat, von einem kleinen Trupp Soldaten verhaftet wurde. Und Jesus hat sich nicht gewehrt. Nicht einmal gewehrt. Nicht einmal verteidigt hat er sich. Nicht einmal gefragt hat er, was man ihm vorwirft, wer ihn angezeigt hat
wohin man ihn bringt. Nichts. Alle Hoffnung war dahin. Erst nach 4 Tagen wagt sich Thomas auf die Straße. Was ist aus Jesus geworden? Thomas sucht den Petrus. Er findet ihn allein, wie er am Wegrand sitzt, weinend, ein gebrochener Mann. Was ist geschehen? Fragt Thomas. Erzähl es mir. Petrus sagt, du weißt es nicht. Du weißt nicht, dass er tot ist. Er ist getötet worden. Man hat ihn ans Kreuz geschlagen. Soweit das Zitat. Beim Versuch, Pater Cassians Wanderung, das verkohlte Kreuz in eine Erzählung zu bringen, habe ich in immer neuen Anläufen gemerkt, dass Golgatha ein Gipfel ist, der sich mit jedem Schritt, mit jedem Satz, um eben diesen Schritt, um eben diesen Satz entfernt. Die Kreuzigung ist ein radikales Geschehen, eine Ungeheuerlichkeit, eine totale Coincidentia Oppositorum, der krepierende Gott, der vom Himmel verlassene Gott. Ein Gott in Blut, Schweiß, Tränen, Pisse, Kot. Kein Gesicht mehr, eine Fratze. Ein Gott, der seine Jünger, die an ihn glauben, verkohlt. Der seine eigene Botschaft und den göttlichen Vater anschwärzt. Die Hoffnung dahin. Nichts mehr. Die Sonne, Platons Sonne, die alles Seiende erschafft, Finsternis. Der alte Vorhang im Tempel zerrissen. Ende der Vorstellung. Ja, Sophokles wusste, weshalb er den Schrei des in die Erkenntnis abstürzenden Ödipus ins Innere des Bühnenhauses verbannt hat. So wird der Abgrund sichtbar, das Publikum starrt ins Leere. Heutige Inszenierungen wagen es meistens nicht, den Erkennenden zu entfernen, aber indem sie ihn vor unsere Augen holen, indem sie das Ungeheuerliche theatralisch umsetzen, wird es harmlos. Schauspiel, Deckung. In der Enthüllung geht das Geheimnis flöten. Kluge Autoren haben das zu allen Zeiten gewusst. Wie lässt man ein Königreich so untergehen, dass uns der Untergang erschüttert? Nicht, indem man die Technik bemüht, Videogeflimmer, Rockmusik, Kulissenbeben, spritzendes Theaterblut. Technik, mit Heidegger, ist das Gestell, das die Wahrheit verstellt, das das Phänomen versperrt. Shakespeare genügte die Bühne, eine Bühne ohne Kulissen und ein verzweifelter Ruf. Ein Königreich für ein Pferd. In diesem Pferd, für das der König sein Reich hinzugeben bereit ist, geht es unter. Oder, zum letzten Mal seien sie erwähnt, die Fliegen bei Bulgakov. Das Göttliche geht über ins Tierische, ins Animalische des Sterbens voran. Ich sagte, das radikale Geschehen der Kreuzigung muss radikal dargestellt werden. Die eine Variante, die Verlassenheit des sterbenden Gottessohns am Kreuz, wird ausgelassen. Das Wort nicht, nichts, das Kühlmeier auffällig oft verwendet, wird zum Stilprinzip. Oder bei der Fussenegger die Lakonie. Keine besonderen Vorkommnisse. In meinem Lesekopf wird eine Erwartung aufgebaut, die sich nicht erfüllt. Und in dieser Nichterfüllung, in der Abwesenheit des Geschehens, tritt es hervor, wird es abwesend. Entfernung. Aus dem Nichts erscheint, was nicht zu fassen ist. Die andere Variante, die totale Identifizierung mit dem Unfassbaren, der Absturz in den Abgrund. Bulgakov mischt beide Varianten. Er beginnt mit der ersten, dann geht er über in die zweite. Allerdings
ein Rest von Distanz bleibt, das Antlitz zeigt er nicht, in dieses Antlitz hinein sind meines Wissens nur zwei Autoren gegangen, Friedrich Nietzsche und Léon Loa. Sie haben sich das Antlitz des sterbenden Gottes wie eine Gummimaske übergezogen. Sie haben sich ans Kreuz geschlagen und sind daran krepiert. Bevor ich nun zum dritten und letzten Stück komme, ein Wort noch in eigener Sache, etwas großmäulig habe ich angekündigt, unter anderem auch über Loa zu sprechen, den französischen Schriftsteller, Mystiker und Seher, muss dieses Versprechen aber zurücknehmen. Ich erkläre Ihnen kurz, warum. Loa war so etwas wie ein katholischer Terrorist. Am 24. Juli 1915 schreibt er in sein Tagebuch: Alle Größe ist in den Untergrund der Geschichte exiliert, und wenn Gott wahrnehmbar handeln will, muss er selbst handeln, sieghaft wie vor 2000 Jahren, als er von den Toten zurückkehrte. Ich warte auf die Kosaken und den Heiligen Geist. Zitat Ende. Aus lauter Frömmigkeit ließ Loa seine Kinder hungern, ein Söhnchen starb. Er bejubelte Attentate, weil sie seiner Meinung nach Ungläubige zerfetzten. Er rief alle Qualen auf sich herab und bildete sich ein, in ihrem Durchleiden so vom göttlichen Vater verlassen zu sein, wie Christus am Kreuz. Diese Verlassenheit erlebte er vor allem in seiner Armut, deshalb verstieg er sich mehr und mehr in den Wahn, das Geld sei ein Sinnbild Gottes. Darüber wollte er ein Buch verfassen. Im Tagebuch vom Dezember 1904 notiert er: Es gibt auf der ganzen Welt nur einen Menschen, welcher ein solches Buch zu schreiben vermöchte, doch diesen Menschen kenne ich nicht, sein Name ist Léon Loa. Zitat Ende. Wenn Sie diesen Menschen kennenlernen wollen, müssen Sie den wohl besten Roman der Fussenegger lesen, Zeit des Raben, Zeit der Taube, erschienen 1960. Darin ist Léon Loa eine der beiden Hauptfiguren, die andere ist die große Physikerin Marie Curie. Die Lebenslinien der experimentierenden Wissenschaftlerin und des durchgeknallten Mystikers werden kontrapunktisch nachgezeichnet, und sollten Sie den Mut haben, im Abseits des Zeitgeistes zu diesem Roman zu greifen, verspreche ich Ihnen erhellende Lesenächte. Die beste Charakterisierung Loas gelang Ernst Jünger. Er sah ihn als Apokalyptiker, der eine Dornenkrone aus Kot trägt. Dieses Geisteshaupt voll Kot und Wunden, es hat mich fasziniert, es hat mich angewidert, aber ich verlor dann doch die Lust, gemeinsam mit Ihnen in diese Pamphlete, Tagebuch, Notizen und Prosa, Eruptionen einzudringen. Und so hoffe ich, Ihnen mit Nietzsche zeigen zu können, was es mit der zweiten Variante auf sich hat, nämlich mit dem Gegenteil einer Entfernung, mit einer Anwandlung, ja, einer Verwandlung in den Gekreuzigten. Damit biege ich in die Schlusskurve ein. Drittes Stück und letztes, Dionysos, der Gekreuzigte. Der Dichter Gottfried Benn schreibt über Nietzsche: Eigentlich hat alles, was meine Generation diskutierte, innerlich sich auseinanderdachte, man kann sagen erlitt, man kann auch sagen breit trat, alles das hatte sich bereits bei Nietzsche ausgesprochen und erschöpft, definitive Formulierung gefunden, alles weitere war Exegese. Seine gefährliche, stürmische, blitzende Art, seine ruhelose Diktion,
seinen sich Versagen jeden Bedings und jeden allgemeinen Grundes, seine Aufstellung der Triebpsychologie, des Konstitutionellen als Motiv, der Physiologie als Dialektik, die ganze Psychoanalyse, der ganze Existenzialismus, alles dies ist seine Tat. Er ist, wie sich immer deutlicher zeigt, der weitreichende Gigant der nachgoethischen Epoche. Zitat Ende. Nietzsches Tat war es, den Grundglauben der Metaphysiker an die Gegensätze der Werte in Frage zu stellen. Er misstraut der Teilung von Göttern und Menschenwelt, von Transzendenz und Immanenz, von einer hohen Wahrheit und niederen Trieben. Denn diese Teilung, diesen Riss, entdeckt er in sich selbst. Er, Friedrich Nietzsche, ist ein Wesen, das aus hehren Gedanken und animalischen Trieben besteht. Aber warum sollen die Triebe, die Affekte weniger wahr sein als die Ideen von Gott, Freiheit und Sterblichkeit? So beginnt die Umwertung der Werte. Gott ist tot, sagt Nietzsche, und ein toter Gott kann nicht die Teilung über uns verhängen, die entsteht aus uns selbst. Wir sind der Riss, das Doppelwesen aus Trieb und Denken. Und da auch das Denkgebäude, die Oberwelt, das Transzendente unsere Schöpfung ist, ist sie Illusion. Umwertung der Werte, was bisher rein war, die Idee Gottes oder einer höheren Wahrheit, deklariert Nietzsche als unrein, und was bisher unrein war, etwa der Egoismus oder die Lüge, als rein. Das war seinen Eingeweihten gemäß, das empfand er als natürlich, das war Bios Leben also wahr. Nur, die Teilung bestand immer noch. Und wie, fragte er sich verzweifelt, konnte aus dem Trieb- und Denkwesen ein Mensch werden, ein Übermensch, der die Teilung in sich überwunden hatte. Bei Freud wird es später heißen, wie wird aus Es und über Ich, Ich. Die Antwort hat Nietzsche überfallen. Am See von Silva Plana in den Bündner Bergen beim Stein von Surrey. Zarathustra. In ihm, Nietzsche, der Gott für tot erklärt hat, schlug wie ein Blitz ein Gott ein. Aber wie sollte er mit dem Widerspruch fertig werden, in einer götterlosen Welt ein Gott zu sein? Wie war man unter Menschen, die keine Seele mehr hatten, sondern eine Psyche, Zarathustra? Und vor allem, woraus und woher war die Inspiration gekommen, die Ernennung zum Gott, wenn es doch den Überbau, den Himmel, den transzendentalen Raum gar nicht mehr gab? Friedrich Nietzsche wurde mit diesen Fragen nicht fertig. Sie machten ihn fertig, und lieben gern würde ich mit Ihnen den rasanten Sturmlauf nachvollziehen, der am Stein von Surrey begonnen und auf einer Piazza in Turin geendet hat. Nun, meine Zeit ist um, die vierte und letzte Vorlesung nähert sich dem Ende, deshalb mache ich es kurz. Erstens, Nietzsche begriff, dass seine Ernennung zum Gott in einer götterlosen Welt eine Wiederholung war, eine Wiederkunft. Immer wieder geschieht das Gleiche, in die gottlose Welt tritt ein Gott ein. Zweitens, was für ein Gott war es? Präziser gefragt, wie ist man Gott, wenn man sich als animalisches Triebwesen erkannt hat? Auch da wieder Wiederkunft. Man ist
der Gott mit dem Huf, der Triebgott, der Tiergott Dionysos. Drittens, die Trias. Nun war er Dionysos, er war Zarathustra und vor allem war er der Zertrümmer, der Abwracker jeder Art von Göttlichkeit, der Mann, der Gott für tot erklärt hatte. Das aber heißt, er hat tatsächlich, wie er sagt, mit dem Hammer philosophiert. Er hat sich selbst ans Kreuz geschlagen. Wiederkunft des ewig Gleichen am Ende seines Sturmlaufs, seines Denkwegs, seines Aufsturzes in die Erkenntnis und in den Wahn, ist er ein dreieiniger Gott, Zarathustra, Dionysos, der Gekreuzigte. Ich erlaube mir, Ihnen einen kurzen Abschnitt aus dem Text Nietzsches Regenschirm vorzulesen. Manche sagen, es geschah am 28. Dezember 1888. Andere sagen, es geschah am 3. Januar 89. Vielleicht geschah es am 1. Januar, da ein Erdbeben Turin erschüttert hat. Wir wissen es nicht. Einige sagen, es geschah am Morgen, andere am Abend. Verbürgt ist, dass es geschah und wo es geschah, auf der Piazza Carlo Alberto in Turin. Mit dem roten Regenschirm kam Nietzsche von der einen Seite, von der anderen wankte ein Pferd heran, es war vor einem schweren Karren gespannt, drohte zusammenzubrechen und wurde vom wütenden Kutscher mit der Peitsche geschlagen. Ich zitiere aus dem Bericht eines Zeugen: Ein mit Gemüse vollgeladener Wagen fuhr vorbei, gezogen von Schatten eines wundenübersäten, ausgemergelten Kleppers. Nietzsche warf sich dem Klepper weinend an den Hals, küsste ihn und nannte ihn Bruder. Das Nach- und Fortleben des Verblödeten erfolgte zuerst im klösterlich geordneten Tagesablauf von psychiatrischen Anstalten, dann zu Hause bei Mutter und Schwester. Seine letzte Schrift hatte er auf eigene Kosten drucken lassen, in 40 Exemplaren. Über die Tatsache, dass er nun weltberühmt wurde, ein Bestseller-Autor, war er göttlich entrückt. Gefressen habe er wie ein Tier, wird berichtet, mit einem Kamm strich ihm die Mutter die Speisereste aus dem Schnurrbart. Keine Worte mehr, Rückkehr in die Lall- und Kriechstufe. Regression, Wiederkehr des ewig Gleichen. Manchmal haben ihn die Mutter und die Schwester ausgestellt wie eine atmende Museumsfigur. Die Größen des Reiches kamen, um ihn zu beschauen. Sie wandten sich schaudernd ab, manche mit Tränen. Zum Schluss lese ich Ihnen zwei Texte vor. Sie gehören zu den letzten von Nietzsche. Das eine ist ein Telegramm an seinen Freund Peter Gast, einen Musiker. Poststempel Torino, Verovia, 4.1.89, 4 Uhr morgens. Meinem Maestro Pietro, singe mir ein neues Lied. Die Welt ist verklärt und alle Himmel freuen sich. Der Gekreuzigte. Und nun zum Schluss ein Gedicht aus dem Dionysos, die Tyrannen. Der späte Heidegger hat genau den
Widerspruch erkannt, den ich Ihnen vorher geschildert habe. Philosophierend ist es nicht möglich, das Phänomen erscheinen zu lassen. Das geschieht nur durch die Sprache, durch die Dichtung. Deshalb hat dann auch der späte Heidegger versucht, nicht nur zu denken, sondern zu dichten. Genauso Nietzsche. Sein letztes größeres Werk, Ecce Homo, ist ergänzt durch die sogenannten Dionysos, Dithyramben, er, der sich jetzt bereits als Gott fühlt, dichtet. Ich lese Ihnen das Gedicht vor Zwischen Raubvögeln und ich tue das deshalb, weil Sie in diesen Gedichten und all das, was wir in den letzten vier Vorlesungen gehört haben, als Echo wiederhören werden. Zwischen Raubvögeln. Wer hier hinab will, wie schnell schluckt den die Tiefe. Aber du, Zarathustra, liebst den Abgrund noch, tust der Tanne es gleich, die schlägt Wurzeln, wo der Fels selbst schaudernd zur Tiefe blickt, die zögert an Abgründen, wo alles rings hinunter will. Du tust es der Tanne gleich, sie erinnern sich, der Baum, der Lebensbaum in der letzten Vorlesung. Einsam, fährt Nietzsche fort, wer wagte es auch, hier das zu sein am Abgrund, dir das zu sein? Ein Raubvogel vielleicht, der hängt sich wohl dem standhaften Dulder schadenfroh ins Haar mit irrem Gelächter. Wozu so standhaft, höhnt er grausam, man muss Flügel haben, wenn man den Abgrund liebt, man muss nicht hängen bleiben, wie du, Gehängter. Jetzt sind wir am Abgrund bereits auf Golgatha. Die Arme, die Flügel werden ausgestreckt. O Zarathustra, jüngst Jäger noch Gottes, der Pfeil des Bösen, jetzt von dir selber erjagt, deine eigene Beute in dich selber eingebohrt, die Lanze am Kreuz. Jetzt einsam mit dir, zwiesam im eigenen Wissen, vor dir selber falsch, zwischen 100 Erinnerungen, ungewiss, an jeder Wunde müd, an jedem Froste kalt, in eigenen Stricken erwürgt, Selbstkenner, Selbsthenker. Was bandest du dich mit dem Strick deiner Weisheit? Was locktest du dich ins Paradies der alten Schlange? Was schlichst du dich ein in dich, das Paradies, die Schlange, die Wiederkunft des Ewiggleichen durch den Abgrund geht es zurück in den Anfang. Ein Kranker nun, der an Schlangengift krank ist, ein Gefangener nun, der das härteste Los zog, im eigenen Schachte gebückt arbeitend, in dich selber eingehüllt, dich selber angrabend, ein Leichnam von 100 Lasten übertürmt, von dir überlastet, ein Wissender, ein Selbsterkenner, Zarathustra. In dich selber eingehüllt, das ist der Gang ins Nichts, ins Totenreich, in die Schattenwelt, ins Grab, in diesen Schacht. Da fandest du dich.
du wirfst dich nicht ab von dir. Lauend, kauend. Einer, der schon nicht mehr aufrecht steht. Du verwächst mir noch mit deinem Grabe, verwachsener Geist. Und jüngst noch so stolz auf allen Stelzen deines Stolzes. Jetzt zwischen zwei Nichtse eingekrümmt, ein Fragezeichen, ein müdes Rätsel, ein Rätsel für Raubvögel. Sie merken auch, das Gedicht kehrt an den Anfang zurück. Sie werden dich schon lösen. Sie hungern schon nach deiner Lösung. Sie flattern schon um dich. Ihr Rätsel, um dich Gehängter, o Zarathustra, Selbstkenner, Selbsthenker. Kein Symbol mehr. Er selbst ist das Phänomen, das er für tot erklärt hatte. Ecce homo, mit dem Hammer philosophieren, sich ans Kreuz schlagen und auferstehen. Das nächste Gedicht übrigens heißt das Feuerzeichen und es folgt dann noch Ruhm und Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.